wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Volatilität und Kursbewegungen traden in M1, M5 und M30. Ich freue mich sehr, ja, dass Sie heute wieder live dabei sind und natürlich auch, dass unser Referent Wim Lievens für uns wieder die Zeit gefunden hat, mit uns das Webinar zu veranstalten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von FX Flat. Und bevor ich jetzt Finale an Wim übergebe, müssen wir wie immer kurz den Risikohinweis besprechen. Denn ja, wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja, sehr gut. Dann, lieber Wim, kriegst du jetzt den Bildschirm. Und ja, ich bin natürlich da im Hintergrund, wenn Fragen gibt. Und ansonsten wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, danke. Danke, Nelson. Hallo, meine liebe Damen und Herren. Ich bin Wim Lievens aus Brüssel, ungefähr 30 Kilometer entfernt. Und ja, heute reden wir mal ein bisschen über Volatilität und Preisbewegungen. Wie mache ich das heute? Sehr einfach. Paar Folien, aber nur als Einleitung eigentlich. Es geht eigentlich nur darum heute, dass ich euch gerne mal auf die Plattform in die Praxis zeigen möchte, wie man das machen könnte. Ich denke, man schaut nicht genug auf Volatilität und Preisbewegungen und auch wir sind oft als Trader mit die gleichen Instrumente unterwegs. Wir traden vielleicht jeden Tag nur S&P oder nur Euro-Dollar oder nur Dow. Und eigentlich, ja, ist das schade, sich im Nachmittag, weil da ist so viel los. Und ich denke, man hat einen Vorteil, wenn man erkennen kann, welche Instrumente, ich würde mal sagen, an bestimmten Augenblicken besser sind oder nicht. Ja, es ist hier, wenn Sie darüber Fragen haben, heute, bitte unterbrechen Sie heute, wenn Sie Fragen haben, kein Problem. Ich beantworte gerne eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt oder ihr braucht Informationen über etwas anderes, Sie können immer auf mich zukommen via meine Website, MyTradeClass. Und ja, heute rede ich eigentlich schnell über zwei Tools, die ich in meinem Trading benutze. Das ist Super Five, was eigentlich ein, ja, wie es ein Werkzeug ist, um leichter zu erkennen, wann Bedingungen günstig sind und wann nicht. Ja, ich habe auch verschiedene Alarme, verschiedene Strategien da drin programmiert, womit man vollautomatisch oder manuell handeln kann. Ich finde es sehr praktisch, die zu nutzen. Warum? Weil wenn es eine Möglichkeit gibt oder wenn es eine mögliche gute Position oder einen Einstieg gibt, werde ich davon benachrichtigt. Es gibt über dieses Tool in MT4 und MT5 gibt es schon eine sehr schöne Video, denke ich, auf meinem YouTube-Kanal. Und ich denke, es ist ungefähr 75 Minuten. Da wird das Ganze erklärt. Das mache ich heute nicht. Es muss heute über die Praxis gehen. Und nochmal schnell meine Philosophie. Ich habe gerne, dass Sachen ja einfach sind. Und damit meine ich nicht, dass Trading einfach ist. Aber ich denke, es könnte es sein. Es ist leider sehr schwierig, bestimmte Sachen einfach umzusetzen. Und das verstehe ich, aber ich versuche es dann auch sehr strukturiert zu zeigen. Und ja, hoffentlich haben Sie etwas davon. Für mich, was ist wichtig? Preisbewegungen, Volatilität. Darum geht es eigentlich. Und ich denke, das ist für die Erfolgsfaktoren auch, für die Strategien des Money Management sehr wichtig ist, dass man Volatilität und Preisbewegungen erkennt. Ja, natürlich, ja, wie immer, das läuft nur gut, wenn man viel übt. Nochmals, was ich euch heute zeige, ihr könnt das natürlich gerne mit meinem Tool tun. Ganz viele Leute auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben dieses Tool schon. Aber es wird ein bisschen weitergehen heute.
Es ist nicht so, dass ich euch erklären will heute, dass ihr unbedingt dieses Tool dafür braucht. Absolut nicht. Es ist nur ein Werkzeug. Es ist eigentlich die praktische Umsetzung von einem von meiner Kurse, Price Action Kurs, steht auch hier in PDF. Aber warum geht es eigentlich, dass ich denke, dass man die Sache oft zu kompliziert macht? Und man schaut da auf viele Indikatoren und viele verschiedene Zeiteinheiten und versucht irgendwo eine Logik da zu finden. Und ich denke, man geht oft ein bisschen zu weit damit. Und ich denke, es könnte oder es sollte manchmal einfacher sein. Ja. Und es ist, sich mal Charts anzuschauen, wie eigentlich Profis es machen. Weil die haben einen ganz anderes Geschäftsmodell wie wir. Wir sind nur Daytrader oder Trader oder Swingtrader. Und wir kaufen kleine Positionen, ja, und versuchen, die mit einem kleinen Gewinn zu verkaufen. Das ist, was wir machen. Mit diesen Leuten, diese Firmen, ist das natürlich total anders. Die haben riesige Positionen aufzubauen, abzubauen und so weiter. Das ist ein anderes Geschäft. Aber es ist wichtig, wir verstehen, wie die denken, wie die handeln. Warum? Weil es sind die, die Märkte bewegen und nicht wir. Okay? Ich versuche, diese Preisbewegung strukturiert zu betrachten, Trends und Seitwärtsphasen zu erkennen. Und ja, das kann ich einfacher mit der Super 5-System. Was sind Marktphasen? In welcher Marktphase befinde ich mich jetzt? Was sind die wichtigen Preisniveaus? Kann ich auch mit der Super 5 Tool einzeichnen, wenn ich das will? Was sind Fair Value Zonen? Warum sind die wichtig? Warum bewegen Preise an bestimmten Stellen nicht? Und wenn sie sich bewegen, wo gehen die dann wahrscheinlich hin? Das sind Sachen, echt, dafür braucht man eigentlich nur die Preisbewegung. Da ist so viel Information auf einem nackten, wenn ich es so nennen darf, Chart. Und ich sage nicht, dass all diese Indikatoren, die wir heute benutzen, dass die ja total keinen Sinn haben. Aber ich denke, 80% von was wir echt sehen sollten, steht im Preis schon drin. Volumen ist auch wichtig natürlich. Was sind Kontrollpreise? Was sind Exzesspreise? Warum sind die so? Warum geht der Preis dahin? Warum bleibt der Preis nicht da? Warum dreht er an bestimmte Stellen? Das sind Sachen, dafür braucht man keine Indikatoren. Ja? Und ich will nur eine Frage beantworten. Und das ist, habe ich jetzt einen Vorteil? Weil wenn ich keinen Vorteil habe in diesem Geschäft, wenn ich handle ohne Vorteil, dann wird auch eine gute Strategie, ich denke, mich nicht viel weiterhelfen. Ja. Das ist Nummer eins. Habe ich einen Vorteil? Damit beginnt es. Und dann natürlich, gehe ich nicht zu weit da hinein, aber man muss natürlich sehen, in welcher Marktphase befinde ich mich. Bin ich in der Seitwärtsphase, Aufwärtstrend, Abwärtstrend? Sehe ich da eine Akkumulation? Sehe ich eine Distribution? Das ist das Erste, worauf man achtet. Und dann auch kann man mit einer kleinen Analyse sehr schnell sehen oder erkennen, ob man einen Vorteil hat, ja oder nein. Darum auch, meine Website steht, trade what you see. Ja. Trade nur, was du siehst. Wie es in 10 Minuten ist, ganz ehrlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich kann nur davon ausgehen, wie es jetzt ist. Und was will ich sehen? Habe ich Trendphasen? Habe ich Seitwärtsphasen? Und wenn ich die Phasen habe, will ich unbedingt nicht treten, nicht handeln. Wie kann ich die schnell erkennen? Weil es hat keinen Sinn, es zu sehen nach einer halben Stunde, wenn ich schon 4 oder 5 Mal verloren habe. Das hat keinen Sinn. Man muss es schneller sehen. Aber um es mal sehr, ich würde mal sagen, strukturiert auf den Punkt zu bringen, es gibt eigentlich nur vier Bewegungen. Wir haben tausende Trading-Strategien, aber eigentlich sind es immer die gleichen Bewegungen, die zurückkommen. Trendbewegungen, Seitwärtsphasen, Unterstützung und Widerstandstests und Breakouts. Und ihr könnt eigentlich
jeder Strategie, die man kennt, kann man in eine von diesen Preisbewegungen zurückbringen. Und darum denke ich, es ist immer, man kann natürlich jede Strategie handeln, aber man muss die Struktur, die Übersicht, den Überblick irgendwo noch behalten. Weil anders, die Leute heute werden total überfordert mit Informationen, mit Strategien, mit Sachen. Und natürlich sind die alle wahr oder vielleicht nicht ganz wahr, aber wie kombiniert man das? Wo beginnt man? Ja, und dann denke ich, ist es besser, einfacher mit das ABC zu beginnen. Und die Probleme, die wir alle haben, sind die, das ist, ich mache diese Ausbildungen jetzt ungefähr, ich denke, sechs, sieben Jahren ganz zufällig damit mit angefangen. Und nein, ich habe kein großes Büro. Ich mache das von hier. Ja, hier seht ihr, da bin ich jetzt. Hier an die linke Seite, da, wenn die in dieses Fenster hineinschauen, da sitze ich jetzt. Das ist mein Büro. So mache ich das, nur sehr einfach. Eine Leidenschaft. Aber hier, was sind die Probleme, die wir haben? Man handelt, wenn Bedingungen oder man tradet auf Signale, wenn Marktbedingungen nicht günstig sind. Oder man handelt gegen einen Trend oder wenn kein Trend da ist. Hat keinen Sinn, dafür funktionieren sehr wenig Strategien. Oder man steigt ein in die Nähe von Unterstützung, Widerstandszonen. Man tradet zu viel. Der Grund, warum das Super 5 Tool überhaupt aufgebaut ist, um weniger zu traden, aber besser zu traden. Man steigt zu spät ein. Das ist auch so etwas, das hat oft zu tun mit Indikatoren, weil man wartet auf ein Signal von ein oder zwei oder noch einen dritten Indikator, der noch etwas bestätigen muss. Und eigentlich steigt man dann zu spät ein. Und dann funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell nicht mehr so gut. Ja, zu spät. Und natürlich zocken, aber das glücklich sehe ich nicht mehr viel. Aber was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe in dieses Werkzeug fünf Algorithmen, fünf Signale, die natürlich mit dieser Analyse, wann sind Bedingungen günstig, und mit diesen verschiedenen Bewegungen, die ich euch gezeigt habe, die damit zu tun haben. Und das sind fünf Strategien. Man kann natürlich sagen, ich will nur Trendkorrekturen handeln oder ich will nur Ausbrüche handeln, aber okay, es sind fünf, auch noch mit verschiedenen Möglichkeiten. In total sind ungefähr neun verschiedene Signale in beide Richtungen natürlich. Natürlich hat es keinen Sinn, die alle zu tun. Ja, die meisten Trader werden eine oder zwei Bewegungen nehmen, sich darauf spezialisieren und das ist oft der Schritt. Ich denke, weniger ist das Zauberwort. Nicht mehr, aber weniger. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Ihr werdet das gleich sehen auf MT5. Aber wie sieht das aus? Ihr habt eigentlich zwei, ja, wie soll ich das auf Deutsch sagen, Wolkenzonen. Ihr könnt diese Farben eingeben, wie ihr wollt, aber ich habe das hier auf grün und rot. Das ist WL Trend und dieses blau-magenta ist WL Momentum. Und WL Trend, was lerne ich damit? Habe ich einen Trend? Welche Richtung? Wird der Trend stärker? Ist er stark genug? Wo befinde ich mich in diesem Trend? Und so weiter. Ganz viel Information da drin. Ja. Eine einfache Wolke. Warum finde ich das Ding so interessant? Ist, weil, was ich eigentlich gemacht habe, ist, ich benutze sehr viel die EMA, Exponential Moving Average 20. Und was ich eigentlich gemacht habe, ich habe zwei korrelierte Zeiteinheiten übereinander programmiert. Und eigentlich, was Sie da sehen, in dieser Wolke, Sie sehen eigentlich die EMA 20 Zone, aber in zwei korrelierte Zeiteinheiten. Zum Beispiel, da würde man sagen, Sie sind Trader auf eine Minute und Sie möchten auch die fünf Minuten sehen, dann sehen Sie mit dieser Wolke die EMA 20 auf eine Minute und fünf Minuten. Ja? Ich kann mich, was die Richtung angeht, kann ich mich unmöglich noch irren da. Das Einzige, was ich noch beurteilen muss, aber
Das macht das Tool natürlich ein bisschen vor mich, weil es Signale gibt, ist, ob der Trend stark genug ist, wo er sich befindet und so weiter. Die zweite Wolke, diese blaue und magenta Wolke, ist eigentlich gebaut um die EMA 8. Ist nicht 100% das, aber mehr oder weniger. Und zeigt eigentlich die Volatilität oder die Bewegung des Instrumentes jetzt. Und warum ist das wichtig? Weil für bestimmte Bewegungen kann ich dann sehen, okay, ist die Volatilität jetzt stark genug? Und im Verhältnis mit der WL-Trend, ist es jetzt günstig zum Handeln oder nicht? Und es sind eigentlich diese zwei sehr einfache Tools. Mit Algorithmen teile ich natürlich nicht, die diese fünf Signale oder neun Signalen, wenn Sie möchten, die zeigen. Ja, was steckt auch noch drin? Ich habe da auch ein kleines Bild hier, diese Parameter auch noch. Das steht auf dem nächsten Slide. Das zeige ich euch mal sehr schnell. Was hier auch noch drauf steht, ist das WL Volatility Exit. Das ist das Money Management. Darüber will ich heute auch noch etwas sagen, bevor dass es live geht. Hier werden diese Super Five Strategien vorgestellt. Will ich Long handeln? Will ich Short handeln? Will ich in beide Richtungen handeln? Dann sehen Sie alle Strategien, Korrekturen, Umkehr, Momentum, Unterstützung, Widerstandsniveaus oder Breakouts. Nochmals, ihr könnt sie auch alle handeln, aber rat euch dann natürlich an, verschiedene Charts, mindestens zwei oder drei unterschiedliche Charts zu öffnen. Alarma können Sie bekommen, Pop-up-Box, Sound. Ihr könnt auch, wenn ihr tradet, zum Beispiel im Forex-Bereich oder Aktien, auf Stunden, 4 Stunden oder Tagesbasis, kann man da auch E-Mails sich benachrichtigen lassen und dann schauen, okay, sieht es gut aus und dann einsteigen. Es hat viele Möglichkeiten, dieses Tool. Das ist heute, was ich euch zeige, um zu sehen, okay, kann ich hier traden, ja oder nein? Und welche Strategie oder wie mache ich das? Und dann kommt das Zweite natürlich, sehr wichtig. Das ist, ja, wie betreue ich die Position? Und darüber will ich heute mal ein bisschen mehr sagen. Ich werde das nicht nur mit Folien machen, aber ich will es euch mal ganz klar erklären, weil ich denke, das ist oft ein Problem. So, the whiteboard, machen wir das mal so. Das ist ziemlich altmodisch, aber ich denke oft noch ziemlich interessant. Was ist das Problem mit Volatilität? Volatilität ist, wie viel bewegt ein Instrument sich? 1 Minute, 5 Minuten, Stunde, Tagesbasis. Problem ist, Volatilität ändert sich konstant. Ja, manchmal sind Märkte sehr volatil und manchmal sind sie es nicht. Problem ist, man passt sich oft nicht genug an. Ja. Und wie ist das mit Zeitkerzen, die wir oft benutzen? Natürlich, dass man, ich sage mal was, einen 5-Minuten-Chart, man hat dann so eine Kerze. Und dann hat man eine, die ist ein bisschen größer. Und dann hat man hier eine Riesenkerze. Und dann dreht der Markt. Und dann hier noch eine Riesenkerze und so weiter. Das bedeutet, die Volatilität ändert sich konstant. Und wenn man damit handelt, natürlich, ist die Frage immer, okay, lass mal sagen, ich steige hier ein. Wo geht der Stop hin? Weil, wenn ihr sagt, okay, der Stop muss dahin, das ist ein Riesenabstand. Ja. Und wenn ich vor 7 Jahren das erste Mal, ich denke, es war vor 6 oder 7 Jahren, erst einmal ein Webinar oder Seminar gemacht habe in Deutschland und auch in Frankreich, ich habe immer über Zentimeter gesprochen. Da habe ich gesagt, ja, mein Risiko ist 3 Zentimeter und mein Gewinnziel 8 Zentimeter. Und so sehe ich auch die Märkte. Das ist in Volatilität. Wie groß ist die Volatilität? Und ich gebe ein Beispiel. Lass uns mal sagen, man tradet DAX auf 5 Minuten. Und man sagt, ja, Wim, mein Stop steht auf 20 Punkte und mein Ziel auf 40 Punkte. Cooles Money Management, gut gemacht. Dann hängt das natürlich damit zusammen, was die Volatilität in 5 Minuten ist. Weil wenn die Volatilität zum Beispiel 20 oder 25 Punkte ist,
dann reicht 20 nicht, weil dann wird man konstant aus dem Markt rausgeholt, weil nur von der natürlichen Bewegung des Marktes. Der Stock muss weiterstehen dann. Aber lass mal sagen, die Volatilität fällt total zurück und ist nur noch 5. Dann ist 20 zu weit weg. Verstehen Sie? Und da werden oft Fehler gemacht. Auch natürlich ist, dass Volatilität zu tun hat mit Risiko, weil wenn Volatilität groß ist und der Abstand zum Stopp ist groß, dann muss man die Anzahl, seine Positionanzahl verringern oder anpassen, weil anders wird das Risiko auch zu groß. Und darum finde ich, dass man Einstiege und Money Management, Ausstiege auch, immer korrelieren muss mit Volatilität. Und eigentlich, was ich trade, immer ist Volatilität. Ihr habt schon oft gehört, dass ich mit meinen WL-Bars handle und auf Bewegung handle. Sie haben ganz viel Material davon kostenfrei auf YouTube. Ja. Aber in einer Minute, 5 Minuten, 30 Minuten, das Thema von heute, ist es genauso. Aber ich muss natürlich wissen, wie groß ist die Volatilität und wie mache ich das jetzt? Und dafür habe ich dann die Volatility Exit benutzt. Und wie funktioniert das? Normal, jedes Money Management System wird aufgebaut in Punkte oder Ticks oder Pips, wenn es Forex ist. Und da sagt man, ja, mein Stop 10 Pips und Ziel 20 Pips oder in Punkte oder in Ticks, wenn man in Futures handelt oder in CFDs oder prima. Ja, wenn man sich an diese Volatilität anpasst, ist es perfekt, kein Problem. Hier mit diesem Tool macht er es automatisch. Warum? Weil die Einheit, womit ich es berechne, ist nicht Punkte oder Ticks, aber sind ATR, Average True Range. Und das will ich euch auch nochmal schnell zeigen, wie viel Zeit. Ich habe noch 8 Minuten, das reicht. Will ich auch nochmal erklären. Ja. Wenn ich sage ATR, Average True Range, das ist, was ist die durchschnittliche Volatilität? Standardwert im Markt benutzt man 14 dafür. Das bedeutet, man geht 14 Kerzen zurück, nimmt den Durchschnitt davon und dann hat man einen Wert. Ich benutze 5 oder 8, bisschen kürzer, weil ich diesen Wert genauer wissen will. Was macht er eigentlich hier? Ich habe hier ein Tool gemacht, wo man, wenn man hier einsteigt, dass ich 2 Stops, ich kann auch nur einen nehmen, und 4 Ziele, ich kann auch nur eins oder zwei oder drei nehmen. Aber diesen Abstand wird berechnet auf Basis von die ATR. Da soll man sagen, meine ATR ist 5 Punkte und ich stelle das hier ein, mein Ziel steht auf 2 ATR. Und ein Stop steht auf 2 ATR und der andere auf 3 ATR. Und hier habe ich ein Ziel auf 4 ATR. Dann mal sagen, so, das macht er dann. 5 mal 2, 10. Hier ist es 10 und hier ist es 15. 3 mal ATR. Das bedeutet, er berechnet automatisch das im Hintergrund. Und das bedeutet auch, wenn Sie rumschalten von 1 Minute auf 5 Minuten, auf 30 Minuten, passt er sich automatisch an. Man kann sich, was die Volatilität angeht, nicht mehr irren. Ja. Ist auch sehr, wir haben ziemlich hart daran gearbeitet, hat ungefähr 2 Monate gedauert, vor dass wir echt zufrieden damit waren. Aber jetzt funktioniert es echt gut auf MT5. Und da man ein Money Management, womit man sehr einfach einsteigen kann, aussteigen kann und so weiter. Es ist auch in das Super 5 Tool jetzt integriert worden, womit man automatisch Positionen einnehmen kann mit dem Super 5 System und dieses Money Management, das man natürlich vorher einstellt, auch automatisch ausgeführt wird. Das bedeutet, es ist ein sehr wichtiger Schritt, um uns das Trading leichter zu machen. Aber hier nochmals, ich zeige es auch in die Realität, es ist immer einfacher, um das in die Realität zu zeigen, dass ich
denke, das ist deutlicher und das spricht auch mehr. Es ist nur auf ADR basiert. Zwei Stops, vier Ziele, wie sie möchten. Alle Märkte, alle Zeiteinheiten und natürlich auch Bewegungskerzen, wenn Sie das haben möchten. Aber ich hoffe, Sie haben in der Zwischenzeit verstanden, dass eine Bewegungskerze ist die ATR. Wenn ich sage, ich trade mit Kerzen, die 5 Punkte sind, dann ist jede Kerze 5 Punkte und dann ist das die ATR. Ja? Passt sich automatisch an und dann hat man natürlich weniger, denke ich, Money Management Fehler und das ist dann etwas für später. Man kann, ich denke, das Money Management präziser machen und das ist für das Geschäftsmodell, denke ich, wesentlich, wesentlich besser. Auch hier wird es sehr bald ein Video geben, wenn das Tool rausgebracht wird. Es ist eigentlich noch nicht offiziell ausgebracht. Heute haben vielleicht 15, 20 Leute es, die es ausprobieren. Ihr könnt es auch via meine Website schon finden. Aber jetzt, alle Herr die MT5 Trading Plattform. Und ich habe hier für euch 9 Instrumente. Ja, 9. Und ihr denkt, oh, das ist zu viel und geht. Nein, ist es nicht. Es sind 9. Ich habe die jetzt für heute in 5 Minuten eingestellt. Wenn ihr sagt, nein, ich will nur 3 auf 10 Minuten und ich will 4 auf 2 Minuten oder ist alles sehr einfach zu tun. Und natürlich das Money Management System und das Superfive System passen sich automatisch an. Ich habe oben links hier steht Bitcoin, Euro-Dollar, nur verschiedene Instrumente, um zu zeigen, dass das durchaus möglich ist. Ethereum steht hier links unten. Öl, damit hatten wir schon viel Spaß die letzte Zeit. Ja, Öl, Apple, Tesla, hier unten in die Mitte. Und hier haben wir rechts Indizes, S&P 500, Nasdaq und Dow. Voilà. Ja, ich kann damit verschiedene, wie soll ich sagen, Alarme geben. Zum Beispiel, ich zeige euch das mal hier, zum Beispiel in US Tech. Und ich sage, okay, ich will in meine Indikatoren das Superfive-System Eigenschaften, dann seht ihr, dann kann ich eingeben, in welcher Richtung, weil manchmal ist es so, mache ich meine Orientierung, mache ich meine Marktanalyse und da sage ich zum Beispiel, hier würde ich zum Beispiel im Nasdaq-Bereich jetzt, würde ich am liebsten nur Long handeln. Dann gebe ich das ein, Long-Signale True, Short-Signale False, das will ich nicht. Dann sage ich, ja, will ich junge Trends handeln, dann kann ich hier meine Signale eingeben auf 2 und 3. Erinnern Sie sich, ja, Anfang von Bewegungen, bin ich am Anfang von einer Trendbewegung, kann ich damit eingeben. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, um Korrekturen einzugeben. Kann ich zum Beispiel sagen, es gibt da verschiedene, ich würde heute nicht zu viel darüber eingeben, aber ich nehme mal Momentumkorrektur, will dann auch gerne Umkehrbewegungen handeln und die anderen 3 nehme ich nicht. Und will dann Pop-up, will ich ja gerne Alarm, kann auch, ist alles okay. Dann sage ich, okay, ist eingegeben. Ja, und so kann ich das eigentlich für jedes Instrument geben. Und ihr seht hier zum Beispiel, ich mache es mal ein bisschen größer, dann seht ihr das, dass er hier ein WL-Buy gegeben hat. Seht ihr das? Da, WL-Buy hat ein Kaufsignal nach oben gegeben. Hier hat er das auch gegeben. Hier hat er das auch gegeben. Dann seht ihr, wie das funktioniert. Was will ich eigentlich jetzt machen? Wie sehe ich die Sache eigentlich jetzt? Um mal ganz deutlich zu sein. Das geht hier so nach oben. Ja. Und ich könnte mal mir vorstellen, dass hier auch da. Und was ich am liebsten reden würde, nur für das, ist, wenn ich, er kann für mich hier noch ein bisschen runterkommen, das stört mich total nicht.
Aber wenn der Markt hier dreht und geht nach oben, die Bewegung will ich handeln. Kann sein, dass er sie nicht macht. Aber ich habe noch andere Instrumente. Ja? Das ist hier, wenn er bis hier kommt, wird es eine Exzessbewegung sein. Das wird für mich sehr interessant sein. Ja, da beginnt es. Oder der Markt ist, er geht schon nach oben. Moment, jetzt muss ich hier mal erst sauber machen. Ja, und es geht los jetzt. Ja, machen wir das mal so. Ja, okay. So, ich hoffe, Da ja, ist bitte. eine Frage zu den Instrumenten. Und zwar Ja. fragt der Ulrich, warum du S&P und Dow betrachtest und ob nicht nur einer reicht aufgrund der Korrelation. Das ist eine gute Frage. Ich denke, Nasdaq und Dow sind immer noch ein bisschen unterschiedlich, denke ich. Aber ich habe es hier. Ich würde fahren. Es ist natürlich so, wenn man zum Beispiel eine Bewegung sieht auf den einen zum Beispiel jetzt, ihr seht, dass der S&P ist ziemlich schwach, der geht nach unten und der Nasdaq geht nach oben. Ja. Ich bin hier schon eingestiegen, da wollte es euch nur zeigen und ihr seht hier auch schon meine vier Ziele und zwei Stops und ich kann diese Stops nur festnehmen, so, und nachschieben, so. Um meine Verluste zu begrenzen. Der steht hier, finde ich, zu weit weg. Kann ich mal bis dahin bringen und kann dann auch immer mit meinen Zielen rumspielen. Und einmal, dass das steht, brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern, dann dreht die Position. Ja? Das läuft hier. Seht ihr das? Das ist jetzt das Beispiel, Nelson. Nasdaq geht nach oben, Dow geht jetzt nach unten. Ja? Was ich sehr gerne trade hier, und darum wollte ich es euch heute eigentlich mal zeigen, das sind natürlich zwei Sachen, die ziemlich ähnlich sind. Aber wo ein Riesenpotenzial ist, ist in Aktien. Das ist Apple und Tesla. Die haben miteinander eigentlich nichts zu tun. Ja? Und das ist ein Vorteil, weil man kann auch noch Amazon dazu nehmen, Micron, Nvidia. Man kann verschiedene Sachen treten, wo man weiß, dass es jetzt um halb vier bis 6 oder 6:30 Uhr sehr volatil ist. Ja. Ich mache es natürlich jetzt sehr schnell auf 5 Minuten, weil wir ja auch keine stundenlang Zeit haben. Aber ich hoffe, ihr versteht das Prinzip, dass man das hier auch einstellen kann auf 15 Minuten oder 30 Minuten oder 60 Minuten. Und dann sich nur benachrichtigen lassen kann durch Signale, die man gerne handelt. Ich zum Beispiel trade am liebsten Korrekturen und Umkehrbewegungen. Aber das bin nur ich. Ich habe Leute, die traden Unterstützung und Widerstand. Die stellen das alles schön ein auf verschiedene Charts, warten, bis das Signal kommt und entscheiden sich dann, ob sie da einsteigen oder nicht. Ja. Der Nasdaq bleibt stark. Gell? Gibt es da noch Fragen, Nelson? Bitte. Nee, erstmal nicht. Nein? Okay. Hier, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Hier, Bitcoin macht nichts. Öl geht nach unten. Ja. Aber da habe ich die Bewegung verpasst. Ja. Weil hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen, das läuft hier sehr schön nach unten. So. Hier auch. Das ist der Trendkanal. Da wäre ein Signal gewesen. Hier, ich laufe nicht dahinter. Das bedeutet, wenn er sagt, okay, wann würdest du Öl shorten? Muss wieder korrigieren. Hier nochmal drehen. Und dann ja. Aber jetzt nicht. Versteht ihr? Das bedeutet, es ist nur unter bestimmten Bedingungen, dass ich da bestimmte Strategien handeln will. Und um mich natürlich so viel wie möglich Möglichkeiten dafür zu geben, finde ich es natürlich interessant, da mit verschiedenen Instrumente zusammen zu handeln. Wir gehen mal zurück hier im Nasdaq. Wir haben im Nasdaq haben wir ein Ziel erreicht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ah, Jungs, ja, da ist es. Seht ihr das? Ja. Da steht das nächste Ziel und jetzt machen wir das Money Management. Ja. Ich nehme das hier fest.
unter die große Kerze hier, alle zwei, um das Risiko rauszudrücken. So. Und hier, ja. Und wie war das hier eingegeben? Hier ist fast erreicht, dieses zweite Ziel. Ich gehe hier mal auf Experten, weil das ist ein Experte. Die stehen alle hier. Volatility Exit auf Nasdaq. Eigenschaften da. Und ich hoffe, kannst du das lesen, Nelson? Ist es nicht so klein? Größer also kann ich kann es lesen. Ich weiß nicht, ob die Teilnehmer es lesen können, ja. Aber okay, hier sind die Parameter von der Volatility Exit. Und hier, ich habe hier, das muss so für technische Gründe der Unterschied machen zwischen Forex und etwas anderes, CFD oder Futures oder etwas anderes. Hier ist es natürlich ein CFD, darum steht da False. Ja. Dann habe ich gesagt, wie viel Stück will ich davon? Ja, zweites Ziel ist auch erreicht. Wie viele Lots will ich davon? Dann sage ich, okay, 10 CFD-Lots. Ja. Und dann kann ich sagen, okay, wie viel Stück davon willst du auf jedes Niveau verkaufen? Und was ich hier gemacht habe, ist eine Pyramide. Ich zeige es auch mal. Ich habe eigentlich das Folgende gemacht. Ich habe es so gemacht, wo ich ein Lot hier verkauft habe, hier 2, hier 3 und hier 4. Ja? Ist eine Money Management Technik, die dafür sorgt, dass man ein großes Teil von seiner Position noch mitnimmt. Ja? Und Verluste maximal sichert. Finde ich noch immer eine sehr gute Vorangehensweise. Warum? Man sichert sich für große Verluste. Man sorgt dafür, dass die Verluste echt so klein wie möglich sind, dass man schnell aus das Risiko hinaus ist und lässt dann die Möglichkeit, dass der Trade mal echt läuft und dann mal einen echten vernünftigen Gewinn rausholt. Ja, was, ich habe das schon oft erzählt, nur in 20-25% von unseren Trades der Fall ist. Aber dann holt man ein CFV von 1 auf 4, 6, 8 und damit verdient man echt Geld. Ja, das ist es für mich das einzige Geschäftsmodell, das langfristig echt funktioniert. Und hier läuft er weiter. Ich habe das dritte Ziel auch fast. Und das kann ich hier eingeben. Ja. Und dann hier, was da steht, da, wie viel ATR willst du nehmen als Ziel? Ich habe hier als Stop, hatte ich 1 auf 3 ATR und 1 auf 4 ATR. Normal nehme ich 2 oder 3. Und dann habe ich gesagt, okay, ein Ziel auf 3 ATR, dann auf 5 ATR, dann auf 8 ATR und dann auf 13 ATR. Ja, das war das Money Management. Nochmals, wenn ich diese Charts anpasse auf 30 Minuten und ich steige wieder neu an, macht er genau das Gleiche. Aber dann nimmt er natürlich die ATR von 30 Minuten und nicht mehr von 5 Minuten. Verstehen Sie? So macht er das. Und ja, so passt sich das automatisch an. Und das macht das Trading natürlich viel einfacher, auch dieses Tool, womit ich nachschieben kann. So kann ich ziemlich einfach verschiedene Positionen managen. Und was auch so schön ist, ist und darum auch, dass ich das hiermit angefangen habe, ist natürlich, dass die Möglichkeit es gibt, bei FX Flat, um natürlich kleine Positionen zu handeln und CFDs auf Aktien. Und da kann man natürlich, man braucht da keine Positionen einzugehen von 50.000 oder $75.000. Man kann da verschiedene Positionen, kleinere Positionen handeln. Und so nochmals wird das Risiko wieder mal weiter. Ich finde, ach, noch ein Ziel. Ja, der funktioniert eigentlich ganz gut. Kleinen Augenblick. Mach das hier mal sauber. Noch Fragen, Nelson, hier? Ja, nein. Da kam eine Frage, ob alle deine Tools auch für den MetaTrader 4 vorhanden ist. Ja, alles macht keinen Unterschied. Ja, das Einzige ist, das, wo man rechnen muss, ist, dass auf MT4 diese Wolken
Es gibt nur die Linien. Man kann auf MT4 visuell es nicht so schön vorstellen. Aber die Technik dahinter, die Alarme, das Trading, das Money Management, das ist alles ähnlich. Es sieht visuell, kann man nur diese zwischen der Hoch und das Tief von diesen Wolken, die kann man nicht einfarben. Das geht technisch bei MT4, geht es leider nicht. Ich habe hier einen kleinen Augenblick. So. Hier steckt etwas fest. Moment, was ist hier los? Ja, ich fürchte, ich muss mal raus hier, Nelson, weil etwas ist hier festgelaufen. Genau, mir. Irgendein Fenster ist vielleicht noch offen. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ein Alarmsignal, das hier irgendwo festgelaufen ist. Hast du mehrere Monitore? Vielleicht ist es auf ja, einem ich habe verschiedene hier. Ja. Es ist hier ein bisschen, ja, das hier funktioniert es, aber ja, hier ist es festgelaufen. Ja. Ja, es läuft natürlich hier. Ja, ich muss hier mal raus. Ja, das geht leider nicht anders. Control Alt Delete. Ja. So. Ja, will nicht. Ich glaube, irgendwo ist noch ein Fenster, noch ein anderes Fenster. Ja, Alarme oder. Das hier auch. Das ist da offen. Ja, ich muss die Plattform schließen, denke ich. Das wird der einzige Weg sein, fürchte ich. So. Ja, jetzt bin ich da. So, jetzt muss ich natürlich meinen Stop hier nachziehen. Ja, hier. Ich habe noch immer zwei und auch mit diesen Stops, er verteilt die Position automatisch. Ja. Und ich kann natürlich auch, was ich immer tue, ist, ich nehme das letzte Ziel und ich schiebe das weg. Das bedeutet, ich erlaube es nie, dass er mein letztes Ziel, was hier noch immer 40% meine Position ist, dass er das auch noch rausnimmt. Schiebe ich weg. Ja. Ich will nur noch meinen Stop nachziehen und so geht das. Was ich natürlich auch tun kann, wenn ich, und das kann ich in meinem Money Management noch tun, um es noch präziser zu haben, ist zum Beispiel auf eine andere Zeiteinheit gehen. Ja, dann sieht man es so, dann sieht man es ein bisschen deutlicher und dann kann ich natürlich auch da auf kleinere Kerzen meine Gewinne besser sichern. Das ist das Umgekehrte, macht man natürlich nie. Man geht nie von nach größeren Zeiteinheiten, um vielleicht das Risiko vergrößern oder, wie soll ich das sagen, von einem Verlustdreh noch einen Gewinnstreh zu machen. Das natürlich, das geht absolut nicht. Aber einmal, dass die Position schön läuft, da kann man sagen, okay, das will ich nicht mehr alles zurückgeben. Ich will das mehr sichern und dann kann man kleinere Kerzen dafür nehmen. Hier kann man eine Position nehmen im Bitcoin. Hier, der läuft auch jetzt bei. So. Mache es ein bisschen deutlicher für euch. So. Ja, hier auch. Stop nachziehen da unter die Kerze. Der steht zu weit weg, der muss hier stehen. Kann ich auch vorher anpassen. Okay, das ist gut, die Position läuft. Ja, kann ich so machen. Lassen wir so mal stehen. So. Ja, das ist gut. Euro-Dollar haben wir nichts. Esel geht natürlich auch. Ah, Tesla beginnt. Das ist immer schön. So. 100 Stück Tesla. Da. Höp. Da ist, hat er natürlich diesen Gap hat er nicht geschlossen oder noch nicht. Das ist schön. Da, diese Ziele stehen zu weit weg, kann ich dann da hinstellen
und dann habe ich so ungefähr ein ATR, einen ATR Aufbau, ja. Und schauen wir uns nochmal Öl an. Das geht, denke ich, ziemlich in die gute Richtung für uns. Ja, die Heizung wird ein bisschen billiger, lass uns hoffen. Hier, ja. Aber da noch immer, er muss wieder zurück in meine rote Zone. Da muss er zurück, da nochmal drehen. Und dann habe ich da vielleicht nochmal einen Einstieg. Jetzt muss ich warten. Ich habe die Alarme hier noch nicht eingegeben, kann das auch tun. Zeige euch das nochmal, wie das vorgeht. Indikatoren, Super 5, Eigenschaften, Long Signal will ich nicht, Short ja, Korrekturen ja, aber da muss es in diese rote Zone sein. Reversals habe ich auch, steht alles gut eingegeben, aber habe jetzt kein Signal, kann ich es auch nicht handeln. Ja. Hier gehen wir mal zurück nach unserem Nasdaq. Bin noch immer nicht hier. Habe hier noch ein Ziel weit weg. Stop steht hier unter diese Kerze. Ja, und wir warten. Vielleicht werden wir rausgeholt. Vielleicht geht weiter. Ja. Ja, ich denke, ich habe das Wichtigste für heute schon gezeigt, Nelson. Ja, wir können hier ruhig noch ein bisschen weitermachen. Hier Apple, ja, 5 Minuten. Man kann das natürlich auch auf größere Zeiteinheiten oder kleinere machen. Wir können da mal rumspazieren auf zum Beispiel 30 Minuten. Ihr seht es auch. Das geht natürlich sehr stark nach oben. Hier würde ich am liebsten nicht handeln. Am liebsten hier, was ich hier tun würde, ist, ich würde diese Epic Penguins nicht mehr, das hat mich das Ding blockiert. Aber hätte dann gerne, dass er wieder zurückkommt in diese grüne Zone, da mal dreht und dann will ich es gerne nochmal versuchen. Aber jetzt absolut nicht. Mal schauen, wie das hier läuft, hier oben. Mal so. Ja, läuft ganz schön. Wow. Oh. Ja. Oh. Ja. Mal nachschieben. So. So. Da. Und hier haben wir auch das erste Ziel schon erreicht. Und es geht jetzt in die Richtung von das zweite Ziel. Ihr seht auch immer, dass ich natürlich in diese Position versuche, so schnell wie möglich das Risiko herauszudrücken. Und es gibt für mich eigentlich zwei Phasen in Money Management. Das ist die Phase, wo ich noch verlieren kann. Und dann die Phase, wo ich natürlich im Gewinn bin, mit das Geld des Marktes spiele. Und dann gebe ich viel mehr Luft. Ja. Wo es dann wieder knapper wird, ist, wenn der Markt sehr weit gelaufen ist und ich sehe, dass ich da in die Gegend komme von einem Volumenprofil, Marktprofil, wo es viel Volumen gibt oder war vorher oder Unterstützung, Widerstandszonen, die sehr deutlich sind im Chart, dann mache ich, was ich vorher gezeigt habe, beginne ich meine Zeiteinheiten oder meine Spannen, wenn ich mit Spannen handle, zu verringern, um da meinen Gewinn zu sichern. Ja, machen wir mal kleiner. Hier gehen wir nochmal in. Da ist noch nichts gelaufen in Tesla. Ja. Sieht ziemlich, wow, der ist sehr stark. Ja. Mal sehen, wie es weiterläuft. Ja. Ja, das läuft hier auch gut. Bitcoin. Da stehen wir. Ja. Fast. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen in die ATR. Wie viel bewegt der Markt im Durchschnitt? Wie viel bewegt eine Kerze sich im Durchschnitt? Und eigentlich der Durchschnitt davon, da berechne ich meine Ziele und meine Stops. Die Werte, die ich am meisten benutze für Stops, ist 2, 3. Für Ziele ist es oft, dass ich, wenn ich, das hängt davon ab, wenn ich mit Futures handle, nehme ich nur zwei Ziele.
einspiegle ich auf 2,5. Das erste Ziel nehme ich auf 2,5 und das zweite Future-Kontrakt lasse ich laufen. Mit CFDs, Krypto und andere, da kann man die Positionen oder Aktien, kann man das schön aufteilen. Da benutze ich 4 und dann ist es sehr oft, wie ihr gesehen habt, 2, 3, 5, 8 oder 3, 5, 8, 13. So einfach ist es. Nelson, bitte. Keine Fragen? Doch, doch. Da ist eine Frage und zwar, ob Range Bars einstellbar ist. Natürlich, ja. Hier kann man genau mit in hier auch, man kann genau das Gleiche tun mit WL Bars. Range Bars nicht, aber WL Bars ja. Genau das Gleiche. Ja. Wenn ich zum Beispiel hier, ich sage mal was, ich nehme zum Beispiel DAX, mache hier mal einen weg, dann habe ich ein bisschen Platz, der geht mal weg. Ich nehme hier DAX, schiebe es rein und hier habt ihr direkt meine WL Bars. Und ich kann hier auf diese Kerzen sehr einfach das Super 5 System und das Money Management zufügen. Genau das Gleiche. Ja, heute war es 1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten. Warum? Weil da muss echt die Volatilität noch berechnet werden. Hier einmal, dass man die WL-Bars benutzt, ist es eigentlich nicht mehr nötig, weil wenn man die Größe von die WL-Bar eingegeben hat, hat man die Volatilität schon. Das ist auch der Grund, warum ich, wenn es um Daytrading geht, um Daytrading auf Futures, schnellen Handel, dass ich natürlich meine WL-Bars benutze. Warum? Weil dann ist die Volatilität schon vorgegeben. Das geht dann auch sehr, sehr schnell und habe dann auch keine, wie soll ich das sagen, habe die Zeit nicht, um damit, ich sage mal was, 3 oder 4 verschiedene Instrumente zu handeln. Dann handle ich nur oft mit 1. Aber heute das Thema war echt, wie kann ich ganz locker eigentlich mit verschiedenen Instrumenten zusammenhandeln, auf 5 Minuten, 30 Minuten, auch manche, man könnte zum Beispiel sagen, ich nehme S&P 500 auf 1 Minute, aber Apple will ich auf 30 Minuten nehmen, geht alles, ist kein Problem. Bitte. Bis jetzt haben wir alle Fragen beantwortet. Okay, hier. Ja, wenn ihr über das wird, ich das mache ich sicher noch in einem von einem nächsten Seminar nochmal mit WL-Bars handeln, vielleicht eine Future-Rechnung oder so. Aber dann seht ihr das mal. Aber das ist genau ähnlich, genau das Gleiche. Hier weiß ich nicht, wie groß die Kerze ist. Moment, mal schauen, wie groß ich sie hier habe. WL-Bars Eigenschaften. 5 Punkte ist es hier. Was ziemlich für den Nachmittag ziemlich schnell ist. Ja, ist ziemlich schnell. So, hier. Mal sehen, wie unsere Position läuft hier. Ja, geht weiter. Ich kann meinen Stop nachziehen. Bis da. So, ich habe noch immer 2 Stops. Kann sie beide nachziehen. Also, ja. So, hopp. Ziele stehen da noch. Okay, wieder. Risiko ist wieder kleiner geworden. Und lassen wir es so. Haben wir hier noch etwas anders? S&P 500. Ach, das sieht schön aus. Seht ihr das hier? Wie der Markt so schön zurückkommt und dann wieder nach oben geht? Ja, hier, das ist eine sehr schöne Korrekturbewegung. Ich bin ein bisschen zu spät. Und dann gehe ich immer genau, direkt hinter die letzte Kerze. So. Da stehe ich zu weit. Muss ich das hier nehmen, da hinstellen. Die lasse ich stehen. Die kann ein bisschen runterkommen. Die auch. So. Weil ich hier habe sie eingestellt, 3, 5, 8, 13. Wenn es so ist, nehme ich am liebsten 2, 3, 5 und 8. Manche Leute nehmen da auch 2, 4, 6, 8. Man hat da verschiedene Möglichkeiten. Das hat auch zu tun mit, sehr oft dreht es am Anfang, nehmen wir Money Management Systeme, die ein bisschen leichter sind. Damit meine ich, dass man schneller aus das Risiko hinaus ist. Und das macht das Ganze,
ich würde mal sagen, mental ein bisschen leichter. Ja. Einmal, dass es dann, ja, ich würde mal sagen, beginnt gut zu laufen. Dann wird mit diesen Pyramiden gearbeitet, wie ich am Anfang gezeigt habe. 1, 2, 3, 4. Aber das ist eine, ja, das ist ein Prozess. Und man muss, ich denke, es geht nicht um ein perfektes Money Management, weil das gibt es nicht. Aber man muss das Money Management, das man, ich würde mal sagen, wofür man sich entschlossen hat und das vernünftig und gut ist, muss man gut verstehen und man muss irgendwo die Kraft finden und die mentale Disziplin haben, das auch 100% perfekt umzusetzen. Die Umsetzung, die muss perfekt sein. Das Money Management ist es nie. Okay? So, Nelson, bitte. Ja, es läuft gut hier. Es läuft auch immer Ja, weiter. sehr, sehr gut. Nee, keine Fragen. Alles wurde verstanden, Okay, beantwortet. hier, ich hatte schon ein paar E-Mails bekommen vor das Webinar. Weil das ist eine Mail rausgegangen, Freitag. Das erste Präsenzseminar in 2 Jahren in Frankfurt, 7, 8, 9 Juni. Ja, aber die Leute, die echt Interesse haben, bitte schnell reagieren, weil noch 4 Plätze und dann ist ausgebucht. Ja, ist natürlich schon 2 Jahre her, dass wir ein Präsenzseminar hatten und da wird mit diesen Sachen natürlich auch gehandelt. Was die Tools angeht und so weiter, wie immer, Nelson, schicke ich dir noch eine Follow-up-Mail, die kannst du die Leute zuschicken. Und wenn sie da Fragen haben, können sie nur auf mich zukommen und bin immer bereit, da Fragen, unverbindlich natürlich, Fragen zu beantworten. Ja, super. Dann, ich denke, wir haben jetzt auch die Stunde gut gefüllt, weil ich fand es sehr interessant und freue mich natürlich auf weitere Termine mit dir. Wenn Sie Fragen jetzt im Nachgang haben, und können Sie uns auch diese Fragen stellen. Wir leiten es gerne weiter an Wim. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass Sie heute ja teilgenommen haben, live dabei waren. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich, sowohl bei uns online als auch bei Wim auf dem YouTube-Kanal. Und ich wünsche natürlich für die Woche, für heute noch viel Erfolg und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Aber Wim, du wie immer hast du das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, so nochmal, meine liebe Damen und Herren Trader, nochmal herzlichen Dank für euer Interesse. Es freut mich so, dass so viele Leute, ich hatte nie gedacht, so viele Leute sich interessieren würde, auf was ich hier so viele Jahre tue. Und es freut mich auch, dass nach so viele Jahren so viele Leute heute an diese Sache interessiert sind. Wenn ich damit angefangen habe vor jetzt 24 Jahren, da war das so noch ein bisschen speziell, aber heute freut es mich so, dass so viele Leute diese Leidenschaft teilen. Und ich wünsche euch natürlich alle sehr viel Erfolg damit und hoffe, heute hat euch etwas gebracht. Und ja, ich hoffe, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Jo, ciao, ciao.